Hello? Tag Leute, willkommen zu Gaming spielt Until Dawn. Diesmal mit einer schönen Verpackung und dem lieben Dominik dabei. Danke, danke. Der sich bereit hat, erklärt hat, sich meinem Zug dieses Spiel mit mir zu spielen. Also ich spiel's, du kennst es ein bisschen, du hast es einmal ganz durchgesehen in einem Stream. Ja. Und wir sagen einfach mal, fortsetzen! Und wir sehen, was bisher geschah. Was für Leute so gut ist, die alles vergessen nach einem Tag, wie ich das bin. Ja, gut. Josh. Wir wissen, dass Josh uns verarschen wollte. Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, tatsächlich nicht. Sie sind fort. Ich habe mir überlegt, ja, schalte ich jetzt irgendwann mal. Tot. Nee, komm. So verstehe ich immerhin alles. Hast du schon mal Originalsprache gespielt? Ja. Besser? Du wirst ja. Dafür also ich habe es mit Subtitle gespielt, ne? Also deutscher Subtitle. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Weißt du, wie der Schauspieler heißt? Der Josh spielt. Das ist ein bekannter Schauspieler, mir fällt der Name ums Verrecken nicht ein. Bist du vor dem weggelaufen? Ja. Komplett weggelaufen? Ja. Okay. Nee, ich habe mich da versteckt an der Stelle. Genau, wir starten daher. 8 Enthüllung. Genau, hier hat's aufgehört. Ben und Steve! Und verschwinde schnell von hier! Sofort. Okay. Ich habe ja immer wieder angekündigt, ich werde es schaffen, dass alle sterben. Bis jetzt sieht es sehr gut aus für mich. Noch keiner, außer die eine hat gestorben, aber da war ich wohl zu langsam. Okay, yes. Ja, aber du konntest ja eben, man konnte es schemenhaft sehen. Das ist ja, ja gut, man weiß es ja, dass Josh nicht das Übel ist, was ja, das heißt, eigentlich. Ich dachte, er wäre es jetzt. Aber scheinbar auch ja. Nicht. Okay. Ich spiele das immer noch mit dieser Bewegungssteuerung. Okay. Hast du das gemacht oder bist du ganz klassisch auf klassisch. Taste? Ich habe es am Anfang auch klassisch gespielt und habe dann irgendwann gewechselt und habe seitdem vergessen. Umzustellen, oder? Ja. Ich finde es auch nicht schlecht, nur halt beim Zielen bin ich da sehr schlecht. Drin. Da reagiere ich zu langsam. Was aber bis jetzt nicht schlecht war, weil ich den Hund nicht geschlagen habe. Was ganz gut war. Die Stelle hast du nicht gesehen, die war im Sanatorium mit Mike. Und dann hat er den Hund nur beruhigt und es war vielleicht besser so. Okay. Ich könnte jetzt sagen, welche Auswirkungen das hat, aber das würde ein Spoiler werden. Achso, ja. Das, obwohl, jetzt ist eigentlich egal, an der Stelle sind wir ja durch. Josh verliert einen Arm. Oder alle Finger. Nicht nur zwei, so wie bei mir. Was haben wir denn da? Dass sie da auch einfach rumliegen. Ja. Ein Weißer, weiß ich schon gar nicht mehr, was das war. Okay, Verzweiflung. Das war ja ein Glückstotem. Ich finde es auch lustig, dass sie überhaupt nicht darauf reagieren. Ich guck da mal rein. Hm, ja gut. Ich habe da jetzt einen Freund gesehen. Ja gut. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das derjenige das Totem finden soll, den es betrifft, oder... Aber dass sie halt dennoch nicht darauf reagieren, wundert mich. Also die Atmosphäre bei dem Spiel ist einfach, ist schon sehr, sehr gut, muss man schon sagen. Ja, die ist super. Also, es ist halt echt das Licht, was ich glaube ich in jeder Folge mal gesagt habe, dass ich das Licht super finde. Mittlerweile kriegt ihr mich nicht... Oh, verdammt! Ja. Das Lustige ist, da habe ich das Totem gefunden, was das... Oh,
Stimme! Den Film habe ich gesehen, was mir vorausgesagt hat, dass da jemand durchgreift. Nach rechts. Schade! Sicher? Jetzt nicht mehr, aber jetzt ist er vorbei. Ich stehe zu meinen Entscheidungen, egal wie. Okay, surprise. Ah, okay, das geht. Hä? Bin ich jetzt wieder unten? My heart is beating like a jungle drum. Da sehe ich doch eine Hand. Und da zwei Augen. Ich zucke immer ganz gerne so bei Erschreckmomenten doch zusammen, obwohl ich sie schon kenne. Okay. Das ist immer so. Bei mir ist das ganz unterschiedlich. Ah, nee, das war mir schon bei Outlast so. Outlast habe ich auch, das habe ich an einem Stück durchgespielt. Fand ich gar nicht so schlimm. Ich bin in der Regel relativ kaltschnäuzig. Komischerweise macht mir das bei Filmen nicht so viel aus, wenn da so Erschreckungen kommen. Ja, da geht's eigentlich. Bei Horrorfilmen habe ich immer noch Angst, wenn es sehr in einer bestimmten Art und Weise eklig wird. Also da kann ich manche Sachen, finde ich, abspringen. Das ist bestimmt irgendwas ganz Schlimmes. Sehr klein, aber kennen Sie doch die sadistischen Entwicklungen hier. Okay. Aber deshalb erklärt diesen Predator-Effekt die ganze Zeit. Hat ein bisschen was von diesem Film, wo sie in der Höhle sind. Ist es The Grudge? Hast du den mal gesehen? Wo diese Frauen in die Höhle gehen? Und da gibt es auch. Ach du Scheiße. Gibt es auch so Viecher in der Höhle, die blind sind komplett? Nee. Die sehen so ähnlich aus wie hier. Ich finde es die ganze Zeit faszinierend, wie wenig die Leute in dieser Kälte anhaben. Ich meine, der eine rennt da mit dem Handtuch rum. Oder auch Mike, der nur im Unterhemd da seine teuerste verfolgt. Da denke ich mir, man muss Prioritäten setzen. Ja, also da bin ich bei dir. Ich muss dazu sagen, ich kenne natürlich nur so ein paar vereinzelte Stränge, ne? Okay, also hast nicht durchgängig gesehen. Doch schon, aber ich kenne ja nur einen Entscheidungsweg praktisch. Achso, also, ja klar. Bist du zum Beispiel zur Hälfte den Entscheidungsweg gegangen, den ich kenne? Mhm. Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Und zur Hälfte halt nicht. Okay. Aber trotzdem zusammengeführt. Also ist das Ergebnis das gleiche oder wie? Also jetzt eben gerade war es ja. Besorgt. Okay. Ja, ich meine, wenn du Hintergrundinformationen hast zu einem anderen Weg, finde ich das auch immer ganz interessant. Dann brauche ich schon nicht nochmal spielen. Wir haben so ein komplett Erlebnis. Für die Leute, die das blöd finden, ist mir egal. Verwirrt, besorgt. Ich bin immer besorgt. Man muss auch dann lesen, was da untersteht, ne? Ja, das ist natürlich schon. Der Feigling, er hat mich einfach im Stich gelassen und... Ja genau, wo ist er eigentlich? Weil das wird mich auch interessieren. Schrecklichen Minenschacht und er war weg. Wow. Welcher Minenschacht? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram. Ja, wir können ja nochmal ein perfektes Spiel versuchen. Was? Ja. Oh mein Gott. Das musst du dann machen. Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen?
Scheiße, das ist furchtbar. Ja, ich habe ja auch einen Kopf gefunden. Von Tom, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Findest du nicht auch, dass er ein bisschen was von Drake hat? Aus Uncharted? Was ist mit ja, das fragen wir uns auch. Er ist so der. Ich glaube, die teilen auch dieselbe Frisur. Ja, random Held. Emily? 30. Wow. Wer kann das denn? Okay. Josh. Jess. Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß der nicht? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Ich kann mir nicht merken, wie der eine heißt. Wie meinst du jetzt? Matt? Der Afroamerikaner. Das ist Matt. Okay. Müsste doch Matt sein, oder? Ja, ich hab keine Ahnung. Das ist Chris und das andere ist Josh. Nein. Der Verrückte, da ist Josh. Und ich sichere die Tür. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Ja. Das ist der mit dem Flammenwerfer. Man sieht ja schon, wer es ist. Ja, eben. Wahrscheinlich eh keiner mehr da. Aber ich hab, da fehlt nur so ein bisschen die Entscheidung, dadurch, dass ich ja weiß, wer es ist. Ich die Waffe. Gut, das wissen die halt nicht. Ich will nur nicht, dass der den jetzt erschießt gleich. Das war jetzt aber auch mit der Holzhammer-Methode. Da hätte man ja vielleicht miteinander reden können. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Wir sind ruhig. Na los, los. Lass mich sagen, was ich sagen wollte. Die englischen Stimmen klingen schon besser. Okay. Ja, also, falls wir diesen perfekten Durchlauf machen, dann spielen wir es auf jeden Fall auf Englisch. Ich hab's leider erst so mittendrin, habe ich dran gedacht, warum man so auf Englisch spielen. Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg. Ich glaube, die Washingtons werden überrascht. Das ist der Hausmeister, oder? Ach so, ähnlich. Der Harry Potter wäre der Wilshiter. Aber er gehört auch nicht den ja. Ne, man hat ja ein bisschen was von diesem Hausmeister gelesen, der die Hütte abfackeln wollte oder so. Irgendwas auf dem Steckbrief da und ja. An der Skihütte war, das war auch drauf. Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Der Tippex im Auge. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na, sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Hm. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich lasse nicht zu, dass ihm noch was passiert. Ihm noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Er ist gegen den Stock gefallen, den ich in der Hand hielt. Frag nicht! Chris, vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt, er geht sonst drauf. Also hast du ihn geschlagen? Ja. Es war aber auch eher eine... Allein zu gehen. Ich hatte gedacht, der andere will ihn erschießen. Es kann sein, dass ich mich da ein bisschen verlesen habe. Ja, es ist manchmal etwas unschlüssig geschrieben oder formuliert. Ja, das ist so ein bisschen das L.A. Noir-Phänomen, wo du sagst, besänftigende Stimme, was hast du getan? Genau. Und dann denkst du dir, Moment, so war das nicht gedacht. Ja, es ist noch das... Ja, das Problem, was manche Spiele haben. Ja, ich meine, sie verbessern sich, muss ich sagen, auch zur Heavy Rain. Dadurch, dass man jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, ist es doch deutlich sinniger. Aber manchmal denkst du dir halt, so war das jetzt nicht geplant. Oder
Zum Beispiel da eben, wo hier Matt mit ihr da in diesem Turm war, der dann eingestürzt ist und sie ist da gehangen, dann habe ich gedacht, helfe ich ihr? Nee, geht nicht. Sie rutscht weiter runter. Dann springe ich in Sicherheit und dachte, vielleicht kann ich dann aus diesem sicheren Punkt sie reinholen. Ging nicht, dann ist sie ganz runter. Tja. Das sind halt so Sachen, hätte ich das mal vorher gewusst, dass das so gedacht ist. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Lasst mir aber auch keinen... Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Die mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, dann brennt sie zuerst weg. Man hat jetzt aber nicht erfahren, wer die sind. Diese Dinger so? Das ist nur, meine, wenn Leute keine Realismus verfolgen. Wenn die großen das. Kann man einschätzen, okay. Was sie tun? Also, ich freue mich, dass wir. Ich habe am Anfang mal gesagt, ich fände es blöd, wenn es nur ein Typ ist. Dann hat es mich gefreut, dass da diese Übersinnliche kam mit diesem Geist, der sehr perfekt gefaked war. Ich meine, der ist einfach verschwunden, diese Puppen. Ja. Also. Ich rieche Bullshit, aber okay. Und jetzt, dass ein Monster kommt, das habe ich mir eigentlich auch gewünscht. Haben wir alles drin eigentlich? Das finde ich nicht so schlimm. Aber du hast genau zugehört, was er gesagt hat, ne? Nee. Das ist sehr schlimm. Er hat halt gesagt, du kannst dich nur. Mit Feuer töten. Achso, das habe ich mitbekommen, das ja, dass sie so einen harten Panzer haben. Ja. Und dass man erst Feuer braucht, um den, sich dessen zu entlegen und dann kann sie erst verletzen. Hat er vielleicht noch irgendwie gesagt, dass sie vielleicht blind sind und dass wenn man sich nicht bewegt, sie nicht auf einen reagieren? Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen. Oh nein. Tja. Einer weniger, würde ich sagen. Verdammt, was soll das? Das hat er nur gefaked. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Wissen nach dem anderen. Zur Lost. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Ist auch sehr gut gemacht mit den Fransen an der Jacke. Oben an der Kapuze. Ja. Hast du es gerade gesehen? Ja. Dass sie sich so ganz leicht bewegen und. Ja, ich mag auch die Stapfen im Schnee. Ja. Deswegen habe ich den Controller immer auf dem Schoß. Immer vorbereitet. Lauf! Los, los, los! Zurück! Gott verdammt! Was ist das? Ich dachte, das hätten wir jetzt geklärt. Wir müssen weg hier! Oh Gott! Ja, das ist natürlich tragisch. 100 Jahre überlebt und jetzt geköpft. Oh, Scheiße. Oh fuck! Ich hab ihn! Oh mein Gott! Ich hab ihn! Nein, bleib tot! Ja, du hast ihn wunderbar getroffen. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ja, fick dich! Das ist so schlimm an der Pause. Scheiße!
nicht so das Händchen habe. So sehr intelligent, dass er ihn halt so haust. Scheiße. Shit happens. Jetzt fängt auf die Kanister. Es ist auch sehr freundlich, dass er die Teile wenigstens zurückbringt. Nein! Oh mein! Alles nur gefaked. Ich glaube, du könntest es wirklich schaffen, dass alle Charaktere sterben. Ja, da habe ich mich jetzt so lange angestrengt. Und dann war diese Kackbewegungssteuerung. Ja, ich verstehe auch nicht, wie man damit spielen kann, ganz ehrlich. Also es ist... Ich wollte es halt ausprobieren, aber du kannst es halt im Spiel nicht umstellen. Geht's? Es geht doch, oder nicht? Nee. Ja. Heißt, alle retten auch den alten retten? Ja. Was? Den kannst du auch retten. Okay. Bin ich der Meinung. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, hattest du dich bewegt? Oh nein. Nee, hat sich nicht bewegt. Dann weiß ich es tatsächlich nicht ganz. Vielleicht hätte ich mich bewegen sollen. Es tut mir so leid, Ashley. Dass er dich von Anfang an getötet hätte. Ja. Sehr, sehr dumm. Oder der alte Mann hätte dann irgendwelche krassen Moves ausgepackt oder keine Ahnung. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Er ist aber nicht Chuck Norris. Naja, ich glaube, das ist keine richtig. Gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen enttäuscht. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss. Jemand wird uns retten. Morgen. Wie hast du jetzt noch am Leben? 5, ne? Das klingt anders. Matt lebt auch noch, aber oder? Jemand wird kommen, stimmt's, Em? Von dem weiß man ja nichts. Und ich weiß von dem gerade auch nichts. Ich weiß nicht, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Aber es war jetzt ja nicht nur eins, oder? Was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hattest du dich mit Emily umgeguckt dort in der Mine? Ganz genau? Ich weiß nicht, wie genau. Was hast du gefunden? Weißt du es noch? Ja, ich weiß, dass ich da Knochen und so gefunden habe. Oh mein Gott. Dann. Ich war da unten. Das Kreuz mit dir, wo Hannah, glaube ich, draufsteht. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr. Und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ich habe überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Es sieht aus, als würde immer so nach unten gucken. So bin ich hergekommen. Suchend. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Ist dir gut? Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ich jetzt denke, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily. Wann hat der mich denn gebissen? Dann wirst du vielleicht zu einem von Als du diese... Was ist das eine? Wenn man jemand anderen isst, dann ist das so. Passiert das? Ja, es passiert dann eine Stein, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Wo vorhin denn weggelaufen bist und irgendwo noch rübergesprungen bist. Da hat er mich gebissen. Da hat er dich gebissen, ja. Gar nicht mitbekommen, so schnell ging das. Ich werde zu alt für solche Spiele.
alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein bisschen... Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Ich sehe schon, es läuft drauf hinaus, dass keiner überlebt. Perfekt. So Leute, stellt euch schon auf das perfekte Ende ein. Oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! So bemühe ich mich eigentlich. Oh, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, Em. Mann, bitte. Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nicht für uns. Nicht, tu das nicht! Es tut mir so leid. Nur so? Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Das Schlimme ist, es ist nicht sicher, man hat so, ich bin bald so viel Zeit investiert in jeden Einzelnen, gibt ja sich solche Mühe. Und dann irgendein dummer Fehler oder irgendeine dumme Entscheidung. Ja, wie eben gerade. Ja. Wo Chris gestorben ist. Ja, wo sie gebissen wurde. Hätte ich die Seite wahrscheinlich nicht gewechselt, wäre es nicht passiert. Oder doch? Fuck you, Game! Es wäre passiert. Es wäre so oder so passiert. Ja. Kann ich dir schon auch sagen. Das wundert mich doch ein bisschen wieder auf. Aber nur ein bisschen. Darauf ein Wasser. Mann! Ich würde auch lesen. Ja, das ist mein Problem bei so Spielen. Ich bin da immer viel zu faul. Gerade in solchen Büchern sollte man lesen. Ja, ich... Ich meine, das hört sich wenigstens interessant an. Der Tür ist echt und gefährlich. Kann das was damit zu tun haben mit diesen Zeitungen, die da lagen? Und zurückgesendet worden. Okay, das Touchpad funktioniert. Achso, ich muss in die andere Richtung blättern. Zum Zuhalten hatte ich hier Wörter. Der Kerl ist ja richtig besessen. Jetzt, Leute! Die kann jetzt schneller lesen wie ich, oder was? Das ist normal. Ich erkenne Ballismus bei einem Menschen. Okay. Ja, dann wissen wir immerhin schon mal, woher die kommen. Dann werden es diese Gebirgsleute sein, die sich irgendwann gegenseitig genampft haben, weil sie da eingesperrt wurden. Nehme ich mal stark an, ne? Liegt es auf der Hand. Würde Sinn ergeben, ja. Okay, also, danke für den Tipp. Wir wissen jetzt immerhin, woran wir erkennen, dass dieser Fluch von einem Besitz ergreift, was wohl nicht immer der Fall ist, wenn man genug Nahrung zu sich nimmt. Habe ich das richtig verstanden? Er lacht nur. Er weiß, dass ich entweder richtig liege oder Scheiße erzähle. Ach, man kann doch weiterblättern. Ich danke. Du musst das Touchpad auch benutzen. Hey, ich hab... Es ging nicht. Ich wollte in die Richtung. Das hat alles eine lange Geschichte. Ja. Und du bist zu faul, mir das vorzulesen. Zehn später abgesprungen von Radio und Musik. Back und Lala. Geist freigesetzen. Ist die Frage, ob man das rückgängig machen kann, ne?
Jo. Mein Heiliger, auch mal einen Blick bringen, dass die im Berg etwas zu tun. Ja, könnte woanders. Boah! Was ist das? Skyrim? Hier steht, die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Das hatte ich ja vermutet. Wendigos sind hart wie ein Panzer. Oder stehen sind wirkungslos, Kugeln können seine Haut nicht drücken. Aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Okay. Also kann man sich davor schützen, Schamanen erzählen, Fachtan. Ich habe. Fuck, oh. Ach, Leute! Oh nein. Was ist denn? Was steht da? Ich kann nicht lesen. Hier steht, dass der Biss. Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hä, jetzt Moment. Ich konnte dir das verheimlichen oder sagen, dachte ich. Nichts passiert. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, wisst ihr das nicht? Ja, das ist gerade gesagt. Die Schlampe hat ihn ermutigt. Das ist nicht fair. Du konntest Emily das entweder verheimlichen, dass der Biss halt nicht gefährlich ist, oder konntest du nichts sagen. Was hast du jetzt gesagt? Bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Hey, ich bin halt dafür, keine offenen Fragen und Geheimnisse. Scheiße. Lass ihn mal rein. Wir müssen zu Mike. Sofort. Hey, meine Aufmerksamkeitsspanne ist gerade echt schlecht. Wo ist der hin? Wer denn? Mike. Der ist schon länger weg. Ja, das ist mir jetzt auch eingefallen. Oh, Joshua. Du hättest doch nicht hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Oh. Das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Die Lippensynchro ist auch nicht ganz perfekt, ne? Sie haben mich verletzt. Ich habe keinen verletzt. Der Blick auch immer zur Seite. Ich bin mir da sehr unschlüssig. Ich bin mit keinem davon konform. Ja, sie haben mich verletzt. Komm, seien wir mal weinerlich. Joshua, nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie haben nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Richtig ignorant. Er sagt vor allem nichts. Ja. Dr. Hill zieht es direkt aus seinem Hirn. Ja. Ich finde ihn sowieso sehr komisch. Am Anfang war man ja selbst so in der Rolle. Wie viel Zeit haben wir denn?
36, und dann können wir noch eine Folge spielen, ne? Ash, oh Gott, was ist los? Sie sind aber flott mit dem Kapitel durchgegangen, ne? Die letzten paar Kapitel, ich meine, ich bin jetzt Kapitel 9. Es tut mir so leid, Ash. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Gott, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir den wieder umkranken. Ich weiß es auch nicht. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Ich verstehe. Josh, er muss ihn haben. Was ist das? Ach ja, vielleicht also, hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Kann das sein? Ah, okay. Zufälligerweise ja. Das? Hey, dass wir das im Gang sind. Mein Kurzzeitgedächtnis ist echt Schrott. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Let's do that. Karma, da bin ich doch Freund von. Zwei Stunden. Sind noch zwei Stunden. Ich glaube, jedes Kapitel spielt eine Stunde. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, es soll so ziemlich Echtzeit sein, aber wenn du sagst, eben, ich weiß, dass das in sieben... Ich weiß es nicht, also... Ich bin der Meinung. Also ich habe auch gelesen, dass man tatsächlich das in Echtzeit spielen kann. Wobei ich sagen muss, ich habe für manche Kapitel tatsächlich echt eine halbe Stunde. Auch jetzt haben wir 36 Minuten nicht normal verbraucht. Für ein Kapitel. Ja. Wobei ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig umgeguckt habe. Wobei manchmal habe ich auch so das Gefühl, es ist nicht nötig. Mhm. Weil man hat halt nur Gänge. Und ich meine, man kann zwar die Kamera ein bisschen drehen, aber das ist... Ja, man findet ja trotzdem Totems oder was weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, wie gut, dass sie versteckt sind. Ich gucke mich schon immer relativ gut um. Und dennoch, ich habe da auch kein Händchen für manchmal. So, genau. Ich mag, wie man hier die... wie man das Licht hier steuert. Ganz ja, das haben sie gut umgesetzt. Also ich hab auch gesagt, in der Optik ein Resident Evil fände ich super. Ja, ich meine, die Grafik ist ja schon Bombe, ne? Ja, eben. Und auch halt diese Lichteffekte, da könnte man echt viel mitmachen. Ich gehe jetzt gerade so ein bisschen umher. Das haben wir schon auf. Das war das Bild mit den Bergleuten. Das kann ich mir immerhin merken. Aber fragt mich mal, wann ich Geburtstag hatte. Das hat auch ein bisschen was von The Order. Ja. Da gibt es auch so ein Level. Ja, wir hatten uns ja schon vorhin über The Order unterhalten. Das habe ich mir ausgeliehen fürs Wochenende und war dann bei einem Kollegen und habe das da auch in einem Rutsch fast komplett durchgespielt. Hm? Ja, es lässt sich sehr schnell durchspielen. Ja, also ich habe da auch aber 7 Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie viel ich gespielt habe. Aber es waren vielleicht noch 2-3 Kapitel und die Geschichte war absehbar, sage ich mal. Dass wer dahinter steckt, wer da mit wem zusammen hantiert, das habe ich doch auch geguckt. Hier waren wir doch schon. Die Frage ist, wohin? Oben war ich noch nicht, glaube ich. Boah, man bewegt sich halt manchmal echt ein bisschen sehr langsam. Obwohl man rennt, ne? Also, bei manchen Charakteren hat man wirklich das Gefühl, sie bewegen sich auch schneller. Aber er... Er ist halt eher so der lässige Typ. Ja, er ist mir ein bisschen zu lässig. Guck, ob da nicht eine Bärenfalle liegt. Ich traue diesem Ort nicht.
Scheiß Bärenfalle, Mann. Ne, wir machen erst die Tür auf. Falls mich irgendwas versucht anzuspringen. Soll ich die Fackel oder die Schrotflinte nehmen? Natürlich die Fackel. Will nur noch Missgabe und Pöbel. Das finde ich ja ganz witzig. So, und die Schrotflinte. Brav. So. Muss reichen. Jetzt hätte ich gesagt, ich möchte diese Schrotflinte auch einmal öffnen und gucken, ob die überhaupt geladen ist. Aber nö. Frage ist, wo gehe ich hin? Da komme ich her. Wir wissen es schon. Aber das Spiel lässt einen nicht lange ohne Lichtquelle. Hast du das schon angeguckt da eben? Auf dem... Die Zigarrenschachtel habe ich schon gesehen, ja. Das meine ich mit der Kamera einstellen. Ja. Manchmal... Ja, aber wahrscheinlich sollen wir da gar nicht hin dann auch, wenn die Kamera uns da nicht führt. Versuchen wir nochmal das, vielleicht ist sie jetzt... Komm, aufschießen! Und nachladen gleich. Aber du hast gemerkt, es war Munition drin. Ja. So, ich hab so einen Knochen mal mitgenommen. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Da hatte ich die Bewegungssteuerung gerade drin und da wusste ich das mit dem Ziel nicht und dann habe ich es verkackt, dieses Quicktime-Event, und dann ist das passiert. Du wolltest ihn erschießen? Nee, ich konnte ihn nicht erschießen, ich konnte nur, hätte ihn nur schlagen können. Was genau auch dämlich wäre im Nachhinein. Aber man weiß halt nicht, wie sie reagieren, wenn du nichts machst. Ja. Es wird ja schon im Tutorial gesagt, manchmal ist es besser, nichts zu machen. Ja, klar. Ja. Aber er hätte mich auch anfallen können. Und mich zerfleischen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich meine, so waren die ja ein bisschen drauf, ne? Dummer mit deinen Vorurteilen. Ja. Hey, ich mag Wölfe, so ist er nicht. Ich glaube, es ist ein Wolf. Oder ist es nur ein Hund? Ja, soll so ein Wolfshund sein. Man kann die Spiele finden, wie man will, aber man... Ja, ob man das gut findet oder nicht, sie sind sehr schwer berechenbar. Man weiß nicht, woran du bist. Das kann man gut finden oder auch schlecht. Tja. Okay. Leute. Hä? Jetzt aber. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Tja. So, ich wechsle. Danke. Mann. Aber es ist sehr schön, wir haben fast keine Clipping-Fehler. Also wir... Okay, versuchen wir es. Zack, Bären. Super. Das kann man nicht aufschieben. Ne? Okay. Oh je, ich sehe schon, das ist mein Fluchtweg. Ich werde elendig dran scheitern. Ich hab's auch drauf. Hä? Wo ist er jetzt hergekommen? Der ist doch jetzt nicht mit uns da durch. Ich verblöde hier noch. Lass uns erstmal da noch kurz hier hinnehmen. Silent Hill wäre natürlich auch schön. In so einer Sache. Definitiv, ja. So, halt dieses Licht, das macht halt so viel aus. Ja, auch die Schatten sind... Ja, alles was irgendwie mit Beleuchtung hier, das ist echt die halbe Niete. Also du kannst hässliche Texturen haben, wenn du sie dennoch halbwegs gut beleuchtest. Uiuiui.
Und dadurch, dass es ja ein Horrorspiel ist, ich erwarte es schon die ganze Zeit, gib mir mal irgendwas im Hintergrund, was irgendwie auftaucht oder kurz zu sehen ist. Nur so ein Teaser, dass ich mich fürchte. Aber nö. Da würde ich mich so freuen. Begucken wir das doch mal. Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Okay, gucken uns das doch noch mal. Danke für diese Einschätzung. Gucken wir hier mal. Hier wäre jetzt ein guter Platz für einen Toten. Let us out. We are starving. Wir verhungern, wir frieren, wir werden... Ich werde mich rächen. Entschuldigung. Ich habe die falsche Person benutzt. Halt auf uns zu testen. Aha. Hat Stephen King übrigens geschrieben, die Geschichte. So von wegen Indianerfriedhof, Flüche und so weiter. Ich habe schon gesagt, so ein bisschen was von Shining hat es ja. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Und ich will, dass so ein Rollstuhl, das Rad sich dreht wie bei Silent Hill. Ich hätte da gern so ein bisschen mehr Übernatürliches. Na endlich, jetzt muss ich mal ansprechen, ne? Ihr seid Arschlöcher. Ich habe extra nichts gesagt. Ich habe extra nichts gesagt. Ihr seid Arschlöcher, ihr Entwickler. Jetzt beschwere ich mich seit 3 Stunden oder länger, dass sowas nicht kommt und jetzt macht ihr das. Okay. Der Hund hat was gefunden. Licht. Kann ich das angucken? Lustig wäre es aber, wenn man zu nah ran... Ach, jetzt kann ich es angucken. Zu nah ran gehst, dass das Ding abfackelt. Jetzt, Moment. Ach, die Schublade vielleicht. Tatsache. Vielleicht ist ein Bärenfalle drin? Ach, dieser Bärenfallen-Ding habe ich auch schon gedacht. Hier... Da konnte man so Akten durchsuchen, selbst da war ich schon, dass eine Mausefalle drin ist. Eine eingeschärfte. Aha, erwarten Aufenthalt unter Tage, bla bla bla. Mhm. Perforation der Zuschauer. Mhm. Anspitzung der Zähne. Das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Ja, es ist halt... Okay, krass. Diese ganze Verhandlung vom... Minenarbeiter oder Insassen zum Wendigo. Da gefällt er mir besser. Das ist ja kein Minenarbeiter. Okay. Aber habe ich das richtig verstanden? Das passiert nur, wenn man nichts isst. Ja, also kein, nicht in den Kannibalismus verfällt, ne? Ja. Boah! Mr. Starachse. Da scheint es schon Tag zu sein. Oder auch nicht. Ist da eine Lampe an? Ja. Weil das ist zum Beispiel was, das lebt er noch? Man weiß es nicht, ne? Der ist, ob er in einem Schaukelstuhl sitzt. Oder ist es ein Wendigo?
Man sieht ja immer Sachen, wenn man es einmal gesehen hat, ich habe es jetzt auch wirklich nur einmal gesehen, es gibt ja immer unterschiedliche Sachen. Ne? Also den Raum kenne ich zum Beispiel auch gar nicht. Okay. Ja, ich bin auch überlegt, ob ich jetzt vielleicht erstmal zurückgehe und noch in die andere Richtung. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Ich meine, solange dich noch nichts angreift, mein Wendigo, hast du ja eben gerade gesehen. Ich habe mich gerade von der Hand erschreckt. Hab gedacht, wer ist das denn? Ja. Das Problem ist nur, wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, dann... Können wir einfach so ballern? Nein, oh, jetzt bin ich in das Menü gegangen. Das ich auch noch nicht... Das habe ich noch nicht ganz gerafft. Weißt du da mehr? Hast du da gelesen, als es erklärt wurde? Naja, du kannst dich halt durch deine Entscheidung kannst halt den Beziehungsstatus zwischen den Charakteren halt verändern. Zum das Beispiel ist klar. Zwischen Ashley und Chris kannst du dann zum Beispiel die Beziehung weiter fördern. Ja, die war gut, bei mir... Jetzt ist sie ja die war bei uns. Abrupt gescheitert. Ja, wobei das ist ja bei ihm jetzt, wie er zu den Personen steht. Das stimmt. Aber es ist ja bei jedem anders und du kannst je nachdem... Also jetzt zum Beispiel... Hättest du jetzt, glaube ich, zum Beispiel die Emily erschossen, weiß ich nicht, ob das so... Dann hättest du wahrscheinlich bei im Beziehungsstatus zu Ashley wahrscheinlich Pluspunkte bekommen und bei Sam welche verloren. Das zum Beispiel. Okay, und bei Sam, da stehen wir ja recht gut da, sehe ich gerade. Ja gut, du stehst auch mit Jess gut, aber Jess ist ja... Sie ist nicht mehr verfügbar, sagen wir mal. Okay, aber warum sind wir denn... Ich bin immer ehrlich zu jedem. Wieso ist das bei jedem runter? Das verstehe ich nicht. Ja, das kann auch er nicht verstehen. Aber er ist sehr tapfer. Er ist sehr tapfer. Das und romantisch. Ja, definitiv wichtig in dieser Situation. Ja, wenn man vor einer Tür steht, die man aufschießen möchte oder auch nicht. Ja. Vielleicht kann ich ja mit der Tür liebäugeln und sie lässt mich gehen. Ja, das Problem ist nur, ich komme nicht mehr da weg. Ja, dann bleibt nur noch die Flucht nach vorne, ne? That's right. Bam! Wir haben uns ja vorgenommen, dass alle draufgehen. Wer ist dieser Kerl? Aber jetzt könnte ich einfach gehen. Du könntest jetzt einfach gehen, du könntest ihn aber auch untersuchen. Ja, und dann knabbert er mir das Ohr ab. Kenn ich schon. Vielleicht ist es aber dieser Dr. Hill. Beeinflusst mich hier zu sehr. Ne, wir gucken jetzt erst. Ach, wenn ich da weitergehe, trigger ich wahrscheinlich irgendeinen Scheiß. Mann! Fragen über Fragen, meine lieben Leute. Ist das ein Rundraum? Ne, wir gehen jetzt mal kurz da in den B-Wing. Also da geht's anscheinend weiter. Da geht's weiter, okay. Und da das andere eine Sackgasse ist... Da bist du... Aus dem einen bist du hergekommen, ne? War das aus dem? Ich glaube nicht. Aus dem hinteren, da musst du noch rein. Da war's noch nicht. Ich mach das jetzt nicht extra. Das funktioniert gerade irgendwie nicht mehr bei mir. Und wie jeder weiß, die Teile sind unverwüstlich und gar nicht anfällig für irgendwas. Aber vielleicht hilft uns das. Er wurde auf jeden Fall sehr gut verschnallt. Ja. Und er kann natürlicherweise an Wänden aufklammern. Oh, er ist weg. Jetzt kommt er von oben. Ja. Surprise, Motherfucker! Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ich will auch den Abspann sehen. Okay, es wiederholt sich. Ein Buch. Oh. Ich habe nicht die Einsicht, die ich gerne hätte. Ja, dann... Dann schauen wir uns den Typ mal an.
Was soll uns denn schon groß passieren? Ich gebe den Tipp ab und sag, es ist Dr. Hill. Okay. Obwohl. Warte mal, was? Er scheint ja älter zu sein, ne?